Wie Sie ja wissen, ist CARE eine Hilfsorganisation, die sich vor allem für globale Armutsminderung einsetzt, aber allgemein an Armutsminderung und den Themen interessiert ist. Und deshalb möchten wir eigentlich wissen, wie Sie stellvertretend für die Bonner Bürgerinnen und Bürger mit dem Thema menschenwürdige Arbeit umgehen und inwiefern Sie das in Ihr Wahlprogramm integriert haben. Also die Forderung menschenwürdige Arbeit ist für uns zentral. Ich stand am Beginn einfach der Gründung der Partei Die Linke bezogen darauf, dass wir menschenwürdige Arbeit hier wollen. Deshalb kein Hartz IV, sondern also auch ein Mindestlohn, von dem man leben können muss unter den hiesigen Bedingungen. Aber es ist auch zentral, also die Forderung menschenwürdige Arbeit im globalen Maßstab. Weil ohne Beschäftigung, von der die Menschen leben können, wird es keine vernünftige globale Entwicklung geben. Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen der Armut weltweit und hier in Deutschland? Ja, mit Sicherheit. Also wir produzieren auch mit unserer Lebensweise und unserer Wirtschaftsweise natürlich Armut auch andernorts, also vor allem in den entwickelnden Ländern. Und inzwischen ist es halt so weit, dass also diese kapitalistische Wirtschaftsweise auch bei uns ein Teil der Bevölkerung die Armut treibt, also vor allem also auch in Südeuropa. Das ist neu, aber diesen Zusammenhang, den gibt es. Und gerade deshalb muss man das in der politischen Arbeit auch versuchen zu verknüpfen. Also dass wir also sozusagen ja auch nicht wollen, dass wir hier Privilegien verteidigen, sondern wir wollen menschenwürdige Arbeit, vernünftiges Leben im Norden, im Süden, im Osten und im Westen. Insofern hängt das schon miteinander zusammen. Wir haben in Ihrem Wahlprogramm einen Satz gelesen, und zwar, dass alle Menschenrechte uneingeschränkt und weltweit für alle Menschen gelten müssen. Außerdem fordern Sie stärkere Repräsentanz afrikanischer, lateinamerikanischer und südasiatischer Staaten in den UN-Gremien. Und das sind natürlich auch Themen, die CARE bewegen und uns beschäftigen. Und uns würde interessieren, wie Sie das angehen möchten. Ja, ich kann bei dem ersten Punkt ansetzen, an der Beantwortung der vorherigen Frage. Es sind also sozusagen auch unsere Firmen, die zum Beispiel daran beteiligt sind, also wenn in Bangladesch unter menschenunwürdigen Umständen produziert wird, also Textilien produziert werden. Wir hatten erst jüngst wieder dieses grausame Unglück, über 1000 Arbeiterinnen vor allem gestorben sind. Und da sind natürlich auch viele Firmen, die also diese T-Shirts zum Beispiel also hier auf den Markt bringen, die hier damit verdienen. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass es so bestimmte soziale und Umweltstandards gibt, an die sich also auch die entwickelten Länder halten müssen, die darauf achten müssen, dass sozusagen in Handelsbeziehungen, Verträge also festgeschrieben ist, aber also auch die Firmen, die also sich nicht da einfach rausreden können, sagen, wir haben damit nichts zu tun, das sind die Bangladeschis für zuständig, die müssen wir hier damit konfrontieren. Mit den Zuständen, an denen sie ja verdienen. Weil sie sind das solche Firmen wie Carrefour oder andere, die also einen unheimlichen Druck machen auf den Hersteller in Bangladesch, Indien oder Pakistan oder sonst wo, weil sie hier zu möglichst günstigen Preis einkaufen wollen und diese Produkte hier losschlagen wollen. Deshalb ist das eine Aufgabe, die hier steht, wo wir also Solidarität also mit den Arbeiterinnen und Arbeitern in Bangladesch und anderswo also leisten können und leisten müssen. Wir versuchen also und haben versucht, in der parlamentarischen Arbeit den Zusammenhang auch aufzuzeigen und entsprechende Forderungen zu stellen an Politik und Wirtschaft, auch an die Gewerkschaften, die also da im internationalen Rahmen aktiv werden müssen, weil wenn es solche Zustände gibt, wie dort, hat auch immer damit zu tun, dass es den Menschen schwer gemacht wird, sich zu organisieren, sich für ihre Interessen einzusetzen. Und da geht es um den Grundsatz internationale Solidarität, also sagen, die müssen das Recht haben, sich zusammenzutun und für vernünftige Arbeitsbedingungen zu streiten. Da haben wir eine Menge Aufgaben, also auch in der Politik, auch gegenüber der Regierung, im Parlament.
Das haben wir angesprochen, angefangen, aber noch unzureichend. Da gibt es noch eine Menge zu tun. Das andere ist natürlich eine große Aufgabe, eine Stärkung der Präsentation, Repräsentation der Länder, wie man früher gesagt hat, der Dritten Welt. Da sieht man, wie schwer sich die Vereinten Nationen tun, also allein den Sicherheitsrat zu reformieren und dafür zu sorgen, dass also dort sozusagen das Gleichgewicht hier vertreten ist, also auch die Länder des Südens dort Gewicht haben. Da wird noch ein ziemlich dickes Brett zu bohren sein. Wir haben das also auch gefordert, Reformen der Vereinten Nationen, meines Erachtens auch nicht ausreichend, nicht intensiv genug. Aber man muss für diese Themen, also diese internationalen Themen, auch die Bevölkerung sensibilisieren. Das heißt, es ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig. Das können jetzt nicht nur die Parlamentarier, die Parteien, dazu gehört auch die Arbeit von solchen wichtigen Hilfsorganisationen, die also dort in diesem Bereich engagiert sind, wie CARE und andere. Da haben wir noch eine Menge zu tun. Okay. Vielen Dank für Ihre Zeit.